traumatische Folgen mit sich ziehen. Aufgepasst! Natürlich, für die, die es nicht wissen, Anlehnung an Guck auf die Goldkette, sie ist immer frisch poliert. Guck auf die Goldkette, da gibt es nichts zu diskutieren. Nuttenfragen nach der Länge meines Cocks, 11 Meter. Ich bilde Schläge aus wie Box-Champ-Trainer, komm mit Hostelträger und Rotterträger in der VIP-Lounge. Mit Cocktailgläser, Cocktailgläser. Voller Fruchtsaft, Aprikose. Nutte, ich bin Fly, so wie Lufthansa-Piloten. Host gehen Busfahrkarten holen und verfolgen mich auf stalkerhafte Weise wie ein Buschmann-Antilopen. Ey, und ich muss stets mein Colt tragen, seit einige Vollspasten sahen, wie ich mein Volkswagen mit Goldbarren vollpacke. Und auch wenn ich in deutlicher Unterzahl bin, wird der Gang von meiner Faust zerbeult wie ein Unfallwagen. War ein anderer Track, aber ja. Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern besetzt sind. Hitler hat nix für euch übrig, außer Tuschkastenrest. Es ist der Schmink. Boah, Schmink. Boah, Schmink. Guck mal, er vereint sogar zwei Tracks von Kollege. Das ist schon auf jeden Fall kreativ, ist wirklich lustig und gut gemacht von Julie, muss man wirklich mal sagen. So, ist wirklich, also zum einen, guck auf die Goldkette, packt er hier mit rein den Track von Kollege und zieht ihn ins Lächerliche. Und dann noch, es ist der Big Boss. Big Boss zieht er ja auch noch mit ins Lächerliche. So ist auf jeden Fall ganz lustig und gelungen, muss ich wirklich mal sagen. Es ist der Schmink, Boss, Schmink, Boss, Schmink, Boss. Damals ging er raus, um Heroin und Gras zu verdicken. Heute macht er Make-up-Biss mit renommierten Star-Visagisten. Und Heroin und Gras zu verticken, renommierten Star-Visagisten. Also rein technisch gesehen hier auf jeden Fall, ist das die beste Zeile, die ich je von Julian gehört habe. Boss, Schmink, Boss. Damals ging er raus, um Heroin und Gras zu verticken. Heute macht er Make-up-Biss mit renommierten Star-Visagisten. Unter den Gamen sitzen Stoff mit der Ray-Ban-Brille, Boss. Killt der Korps, liefert Chip von Yase Mabel in New York. Ey, ohne Spaß, das müsste sogar ein Kollege anerkennen, dass es wirklich lustig und gut ist so. Real Talk, das ist wirklich lustig und gut gemacht so. Ballert sich Kokanasen und lenkt durch Großstadtstraßen den von Oma auf Monatsraten geholten rosa Farben. Ski-Masken, Schusswaffen, Lidschatten, Tuschkasten. Dealt in der Hood Rouge, wer vielfach den Umsatz. Also es ist wirklich natürlich extrem auf Reim geschrieben, hier auf gute Reimtechnik gesetzt, weil um Kollege halt noch mehr zu fronten so, was auf jeden Fall hier trotzdem gelungen ist. Ich meine, so lächerlich das Ganze ist, bei mir geht trotzdem bei so einer Reimtechnik einfach einer ab, so, ich kann das gar nicht abschalten so. Ich find's wirklich gerade ziemlich gut. Goldene Schminkkoffer setzt, Nigga Kolle, der Boss kommt mit Gloss und der Schminkdorfer weg. Er betritt die Bühne immer nur mit frischem Make-up und der Glänzer war durch Litter beim Hip-Hopper fest. Er lässt seine Nägel manikieren und er gibt keine Fick auf Mutterficker, die mit ihrem billigen Acryl-Fake-Shit aus Plastik auf G machen. Nigga, seine Nägel sind Juwelen besetzt. Juwele besetzen, ich fick wie ein Mutterfick an Esel auf Crack. Ja, das Double-Time-Ding, okay, fand ich jetzt wieder weniger so gut und natürlich leidet da auch extrem die Reimtechnik drunter. Aber ist auch ein lustiges Stilmittel, um den Rap-Stil von Kollega, der ja doch auch immer schon Hater mit sich gezogen hat, hier ins Lächerliche zu ziehen. Der Kosmetiker, die Kosmetiker, in der Hood nennt man ihn nur noch den Kosmetiker. Ey, der Kosmetiker, der Kosmetiker, in der Hut nennt man ihn nur noch den Kosmetiker. Auch lustig. Connection, er zieht das Beat auf Toilette. Es ist der feminine Boss mit gebleachter Rosette. Läuft für die Seite. Was ein Bastard. Einer exklusiv auf der Mailand Fashion Week. Er trägt Pusher, während's liegt an seiner Nylon-Wäsche. Strapsen und Dessous, wie Mulan Rouge, Kollege ist da. Sein Motto für den Abend. Wule Wukushia weg, moa. Guck auf den Schminkkoffer. Das ist wirklich saugut einfach gemacht, so. Er ist immer frisch poliert. Guck auf den Schminkkoffer. Okay.
gibt es nicht zu diskutieren. Schwingt auf den Schminkkoffer, sündhaft eure Pinselset. Set trägt das Puder auf und gibt euch den geschminkten Rap. Der Boss hat Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern besetzt sind. Hinter hat nix für euch übrig, außer Tuschkastenrest. Es ist der Schmink-Boss, Schmink-Boss, Schmink-Boss. Ey, war das Julian mit dem Adlib? Der hat das verdammt gut nachgemacht, das ey. Boss, Schmink, Boss, Schmink, Boss. Er trägt die grobmaschigen, hochhackigen Schuhe von Prada. Passend zur großartigen, rotfarbigen Uhr von Gabbana. Der Schmink... Das ist richtig gut. Er trägt die grobmaschigen, hochhackigen Schuhe von Prada. Passend zu den großartigen, rotfarbigen Uhr von Gabbana. Ja, eine Silbe zu viel beim zweiten, aber ist trotzdem extrem gut, rein technisch. Boss, Gangster-Rapper, Armani-Winterkutte, bei Gewitter auch mit wetterfester Platin-Wimperntusche. Armani-Winterkutte, Platin-Wimperntusche, okay. Beste, was ich von Julian, auch wenn es komplett ins Lächerliche gezogen wird hier, das rein technisch gesehen beste, was ich je von ihm gehört habe. Bamani Winterkutte, bei Gewitter auch mit wetterfester Platin-Wimperndusche. Mit Schuhen von Louis Vuitton betritt er die Beauty-Salons. Die Heels sind high, wie bei Juden Shalom. Wie bei Juden Shalom, ja, sind high, okay. Ja, high, der Gruß, Shalom, okay. Der die Beauty-Salons, die Heels sind high, wie bei Juden Shalom. Er dealt kiloweise Ware in den Straßen LAs. Das Zeug wird gleichmäßig verteilt, so wie Jade Foundation. Sein algerischer Stiefvater, der droht mit Tritte mitten aufs Gesicht und er... Wie sein alljährlicher Stiefvater, ticke wie Zeitbomben, deutsche Kids sagen, ich soll bitte allein kommen. Du redest kein perfektes Deutsch, aber wir würden uns auch taub und blind verstehen. Du bleibst auf alle Ewigkeit mein bester Freund. Auch wenn meine Freunde immer sagen, pass auf vor dem Algerier da. Und erst waren wir zwar harte Feinde, aber du wurdest mehr als ein Vater. Und du hast recht, ich muss weiß Gott mehr Moral lernen, deshalb höre ich im iPod stets Koranvers. Sagt die Jade Foundation. Sein algerischer Stief, der droht mit Tritte mitten aufs Gesicht. Und er sagt, Daddy, bitte, bitte hau mich nicht, denn ich habe meine dicken Lippen aufgespritzt. Boah, souverän, da auch richtig gute Flow-Technik, Alter. Der Hello geht die Bademante Sperma weiß. Mutterficker, denn er kommt in einer Limousine, steppt in deine Beauty-Farm, zerlegt dort alles und macht deine Mitarbeiterin mit Nagellack im Fernen high. Guck ihn an, du Bitch, er hat die... Das... Dabba 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 Sperma weiß. Dabba 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 derba dive. Dabba 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 derba die. Das wäre ein krasser Flow gewesen, Alter, aber der ist auch gut. Deine Beauty-Farm zerlegt dort alles und macht deine Mitarbeiterin mit Nagellack im Fernen high. Guck ihn an, du Bitch, er hat die Schminkaura-Nutte. Du nur die Dicksauger-Aura wie eine Litauer-Nutte. Du bist sauer, denn ich habe die Boss-Aura-Nutte. Du nur die Cocksauger-Aura wie eine Moskauer-Nutte. Also duck dich, Sebastian Feist. Denn mein Hosentascheninhalt ist wie Raupen. Er entpuppt sich als Butterfly. Du Bengel, ey, wen willst du Poser bangen? Ey, dein Oberarm umfangen entspricht dem meines Oberschenkels. Drum benimm dich nicht so feindselig, ey. Dein Oberarm umfangen entspricht dem von meinem nicht erregierten Fleischpenis. Und Rapper beneide mich um einen Schwanz, wicke der Dicke, doch ich geb Blanz drehen, kiffenden Chunks, Schläge und Dritte. Ja, es ist geil, das ist halt auch wirklich gut von Kollegas, von Julian, dass er hier diese ganzen Dinger von Kollega irgendwie mit einbringt, so. Also, der ganze Track impliziert auf jeden Fall, dass Julian Kollega viel gehört hat, so, weil da sind viele diese Insider-Dinger drin hier. Zum Beispiel aus dem Diss gegen Separate hier. Du bist traurig, denn ich habe die Boss-Aura-Nutte. Du nur die Cocksauger-Aura, wie eine Moskauer-Nutte. Nimm den Eiblasch, du Schlampe, und bring den Bad Boss zum Glitzern. Er macht den Tanktops und Chanel-Socken, die Catwalks und sich. Er ist in Talentshows der Beste, läuft in Stilettos perfekt. Während der Mirschel meine kolossalen Schlepphoden leckt. Schlepphoden ist ein Wort, was er sehr gerne sagt, gell, Julian, irgendwie. Den Stilettos perfekt, während der Mirschel meine kolossalen Schlepphoden leckt. Du nimmst Augen, ey, braun Pinzetten und machst konsequent Zupftraining schön. Warum ist dann ihre Konsistenz buschähnlich? Du machst konsequent Muskeltraining? Warum ist dann ihre Konsistenz Pudding ähnlich? Auch hier wieder eine schöne Anlehnung. Er ist immer frisch poliert. Guck auf den Schminkkoffer. Gibt es nichts zu diskutieren. Guck auf den Schminkkoffer. Sündhaft eure Pinselsets. Er trägt das Puder auf und gibt euch den geschminkten Rap. Der Boss hat Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern besetzt sind. Kinder hat nicht für euch übrig, außer Tuschkastenreste. Es ist der Schmink-Boss. 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 Also, Real Talk, ich finde das richtig lustig gerade, ey. Ich fand's richtig lustig und gut. Ja.